Hallo Tischtennishelden, mein Name ist Yannick Borsche, ich bin Tischtennistrainer aus Bonn und in diesem Video geht es um eine methodische Reihe, um den Unterschenkelaufschlag zu lernen. Tischtennishelden, conquer the table. Unser Ziel von diesen methodischen Reihen ist, am Ende einen Aufschlag zu schaffen, der auf die Platte kommt und dann stehen bleibt oder im Idealfall sogar zurückkommt. Das sieht dann etwa so aus. Willkommen zur ersten Station. In dieser Station baut ihr euch am besten einen Tunnel, und zwar, dass er sehr schmal ist. Ziel bei dieser Übung ist es, dass wir einen Ball spielen, der wieder zu euch zurückkommt. Warum der Tunnel? Es kann oft passieren beim Unterschnitt, dass ihr den Schläger hängen lasst und dann würde Folgendes passieren. Ich mache euch das jetzt mal vor. Der Ball dreht sich nach rechts in die Bande rein. Das heißt, wir haben jetzt schon Mischschnitt, weil wir Seitunterschnitt haben. Ziel ist es aber bei diesem Tunnel, dass er die Banden nicht berührt, damit wir gerade drunter kommen. Denn das wollen wir beim reinen Unterschnittaufschlag üben. Das sieht dann so aus. Genau. Ihr seht, die kommen sehr gerade zurück. Ich mache das jetzt nochmal als Extrembeispiel mit dem Hängen. Achtet darauf, wenn ihr sowas unterrichtet. Ja, der dreht sich sofort nach rechts. Darauf dann bitte achten und die Korrektur sagen, dass sie eine gerade Ebene annehmen sollen.